wunderbar. Ich freue mich von Herzen, heute Abend hier zu sein, euch wieder mal zu sehen und dass der Herr das so spontan möglich gemacht hat. Ja, manches läuft längerfristig, aber eigentlich bin ich immer ein spontaner Mensch. Und als ich letzte Woche saß und meinen Terminkalender so durchschaute und mein Herz so nach Gießen ging und ich denke, oh nein, das sieht alles so schwierig aus. Und diese Woche war noch frei, dann habe ich den Ferit schnell angeschrieben und gesagt, hör mal, wisst ihr was, diese Woche habe ich noch die Chance, mal vorbeizukommen, euch mal wieder zu sehen, euch zu grüßen. Der Herr Jesus Christus, er segne euch, uns miteinander, heute an diesem Abend. Also ich habe mir hier schon die Uhr hingelegt, damit ich nicht den gleichen Fehler mache wie der Apostel Paulus und das Wort bis Mitternacht verziehe, obwohl ja hier nichts passieren kann sozusagen. Im Zweifel ist ja Teppichboden. Ja, ich hoffe, dass niemand einschläft. Ein wichtiges Thema, was ist eine biblische Gemeinde? Tatsächlich gibt es unzählige Gemeinden, christliche Gemeinden, es gibt Sekten. Aber ich muss ehrlich sagen, wirklich biblisch Gemeinde im Sinne des Neuen Testaments gibt es gar nicht so oft. Und das bekommen wir auch von anderen Geschwistern immer wieder reflektiert, die zum Teil lange Wege in Kauf nehmen, um einfach eine Gemeinschaft im Sinne des Neuen Testaments zu erleben und zu teilen auch. Ihr Lieben, eine biblische Gemeinde, das ist eben nicht eine religiöse Organisation. Es ist eben nicht eine menschlich-traditionelle Organisation. Davon gibt es en masse mit irgendwelchen Statuten und Strukturen, die keine Ahnung, woher kommen. Ja. Paulus hat schon im ersten Korintherbrief beklagt, dass es Leute gibt, die einen sagen, dass sie des Apollos, die anderen des Käfers sind oder noch jemand anders sind. Heute heißen die Leute halt nicht Apollianer, sondern Lutheraner oder Calvinisten oder keine Ahnung, Darbisten und noch Andersheisten. Ja. Aber ich will sagen ganz klar, dass wir uns als Gemeinde, als biblische Gemeinde niemals nach irgendwelchen großen Theologen, Lehrern oder Traditionen orientieren. Es gibt nur ein Fundament, das habe ich direkt an den Anfang gestellt, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Ihr Lieben, das ist sehr interessant. Schauen wir uns diese Grundlage einfach mal an, die die Apostel gelegt haben, die Grundlage der Apostel. Was sagt denn Paulus in 1. Korinther 5, glaube ich, ist es zu den gläubigen Korinth. Er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer der gelegt ist. Welcher ist Christus, Jesus Christus, 1. Korinther 3, 11, da habe ich sogar, genau. Und ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wenn wir ein Thema wie heute Abend angehen, dass wir wirklich ganz klar vom Fundament her denken. Gott ändert seine Maßstäbe nicht. Gott passt sich auch nicht dem Zeitlauf an. Gott schaut nicht, was so gerade jetzt in ist und was die Leute vielleicht so selig im 21. Jahrhundert bevorzugen, sondern Gottes Maßstäbe zum gemeinsamen Segen sind unveränderbar, weil er ist der Fels, der in allen Zeiten steht und der sich nicht verändert. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Geschwister nicht nur in unserem persönlichen Glauben, sondern auch in unserem Kollektiv uns immer wieder ganz bewusst auf dieses Fundament, auf das Wort Gottes besinnen. Das ist unglaublich wichtig. Und auch hier in der Gemeinde sind viele Geschwister in den letzten Wochen, Monaten zugekommen. Ich freue mich immer wieder. Ich komme hierher und sehe wieder neue Gesichter, obwohl ich eigentlich hier zu Hause bin. Und ich freue mich, das ist schön. Eine Gemeinde sollte nie ein geschlossener Garten sein, der für sich wurstelt, sondern Gemeinde Gottes ist einerseits, natürlich hat sie etwas Geschlossenes, aber sie hat auch immer etwas Offenes. Sie hat ein weites Herz. Sie ist die Anlaufstelle für Menschen, die Gegenwart Gottes hier auf dieser Welt suchen. Das ist das Hauptkriterium von Gemeinde. Es ist, um es mal alttestamentlich auszudrücken, es ist der Ort,
wo Gott verheißen hat, seinen Namen wohnen zu lassen. Das war im Alten Testament der Tempel in Jerusalem, das ist im Neuen Testament seine Gemeinde. Liebe und biblische Gemeinde entsteht nicht von selbst. Und ich möchte es auch von vornherein sagen. Biblische Gemeinde kann man nicht strukturieren und konservieren, sondern biblische Gemeinde ist eine geistliche Realität. Und eine geistliche Realität, die kannst du nicht in Statuten fassen. Natürlich haben wir eine klare Lehre, wir haben einen Bauplan sozusagen. Aber biblische Gemeinde, eine geistliche Realität, ist nur so lange existent, als dass sie auch gelebt wird. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir aufhören, wirklich in diesem Geist Gottes zu pulsieren und zu leben, dann nützen alle Statuten und alle Vorsätze gar nichts. Dann ist Tod da drin. Und dann sind diese Statuten oder diese Vorsätze, die man hat, die sind dann nur noch religiöse Hülsen. Und ich sage euch, es ist nur ein einziger Schritt, auch als Gemeinde, von einer lebendig, vom Geist Gottes geleiteten Gemeinde hin zu einer starren, traditionellen, religiösen Gemeinde. Oft ist das schon ein Prozess von einer Generation, dass die Väter erweckt waren und die Kinder dieses Glaubensgut, statt wirklich lebendig im Herzen zu tragen, sozusagen nur noch anerzogen von ihren Eltern übernehmen und weitertragen. Wenn ich in die Kirchengeschichte hineinschaue, es gibt nur ganz wenige Erweckungen, die wirklich mehr als 1 bis 2 Generationen überdauert haben. Und dann sind sie wieder erstarrt in ein religiöses System. Und dann wurden wieder Menschen erweckt und sie haben wieder neu dieses religiöse System aufgebrochen und haben wieder neu begriffen, Gemeinde Gottes muss und will alleine gelebt werden in der Kraft und Dynamik des Heiligen Geistes. Das ist so wichtig. Gemeinde Gottes hat ganz stark mit Erweckung zu tun, dass der Geist Gottes unter uns lebt und dass wir als Geschwister geistlich hellwach sind. Und das ist so vielleicht eingangs. Sehr früh hat auch die Urgemeinde diesen Charakter aufgegeben. Ich möchte nur kurz am Anfang erinnern, als der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte 20 die Ältesten von Ephesus zu sich ruft und wie er sie klar warnt und er sagt, Leute, nach meinem Abscheiden, und das war kurz vor dem Jahr 70, dass Paulus hingerichtet wurde vor den Toren Roms, nach meinem Abscheiden werden verderbliche Wölfe kommen, die die Herde nicht schonen werden. Aus eurer eigenen Mitte würden Brüder aufstehen, hatte der Apostel gesagt, die verkehrte Dinge reden. Ich beschäftige mich leidenschaftlich gerne überhaupt mit Geschichte und Kirchengeschichte. Weniger, dass ich Bücher über Kirchengeschichte lese, sondern vielmehr, dass ich bewusst eben auch Zeugnisse aus verschiedenen Zeiten und Epochen studiere, mich damit aktiv auseinandersetze. Und gerade auch das Schrifttum der frühen Gemeinde, die ersten 200 Jahre, bieten da sehr spannenden Stoff. Einerseits kann man vieles dort entdecken, was sehr hilfreich ist, aber andererseits ist man erschrocken, wenn man sieht, in welch kurzer Zeit nach Ableben der Apostel die Gemeinden schon von genau dem abgewichen sind, was die Apostel gelehrt haben, ist man erschrocken. Und ihr Lieben, das sollte uns hellwach machen, dass wir uns ganz klar bewusst machen, Gemeinde Gottes ist kein Selbstläufer. Gemeinde Gottes ist etwas, das von jedem Einzelnen bewusst und beständig aktiv am Leben erhalten werden muss, gelebt werden muss, gestaltet werden muss. Das ist so wichtig. Denn Gemeinde, gelebte Gemeinde, kann nur authentisch sein. Wird sie zu einer Tradition, wird sie zu einer frommen Routine, ist es eine abgestandene Gemeinschaft, in der der Geist Gottes bald, sehr, sehr bald, keinen Raum mehr hat. Und ihr werdet feststellen, man wird lieber für seine Tradition sterben, wie für die Wahrheit. Das ist die Folge daraus. Die Kirchengeschichte, wir stehen ja nicht am Anfang, Geschwister. Wir stehen ja am Ende von 2000 Jahren. Wir können zurückschauen, wir können lernen. Und wenn wir doch mal lernen würden, dann hätten wir ganz gute Karten für die Zukunft. Und das wünsche ich uns. Und deshalb ist auch dieses Thema heute Abend bewusst gewählt. Ja, diese PowerPoint habe ich so aufgebaut, dass ich euch immer solche Seiten reinschieben werde. Das sind sogenannte Merkseiten. Ihr seht, im jungen Mann ist ein Licht aufgegangen da oben. Okay, könnt ihr so ein bisschen merken. Und wir werden immer auf dieser Seite
die Thesen miteinander sammeln, die wir jetzt so im Wort Gottes rausgefunden haben. Und dann behalten wir auch so ein bisschen den Überblick und die Linie unserer Gedanken. Also was wir schon mal ganz klar gesehen haben in den ersten Versen, es geht um die Gemeinde Gottes. Und diese Tatsache, dass es um die Gemeinde Gottes geht, heißt, das ist nicht meine und nicht unsere Gemeinde. Lass uns das bitte gut verstehen. Doch, das ist meine Gemeinde, das ist unsere Gemeinde in dem Sinne, dass wir hier sind, in dem Sinne, dass wir die Nutznießer und die Gesegneten dieser Gemeinde sind. Aber sie gehört dem lebendigen Gott. Und ihr Lieben, das stellt uns sofort eine ganz klare Verantwortung. Wisst ihr, es gibt so viele Gemeinden, da steht nicht Gott im Mittelpunkt. Da steht der Mensch im Mittelpunkt. Es gibt Wohlfühlgemeinden. Doch, ich will mich in meiner Gemeinde wohlfühlen. Das tue ich auch, bin ich auch dankbar, ich fühle mich auch hier wohl. Aber das Kriterium ist nicht Wohlfühlen. Ich habe wie viele Menschen gesprochen, in welche Gemeinde gehst du dann? Dann haben die mir was erzählt. Ich habe erst mal so, okay, ja gut, man sagt da nicht direkt was, man fällt ja nicht mit der Tür ins Haus. Ja. Und dann habe ich erst mal mich besonnen und gefragt, warum gehst du denn dahin? Ja, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich wohl. Ihr Lieben, Gemeinde Gottes ist nicht da zwingend, wo ich mich wohlfühle. Ich bin mir sicher, dass da, wo Christus ist, wo Gemeinde Gottes ist, fühle ich mich wohl. Das ist keine Frage. Aber nicht überall, wo ich mich wohlfühle, ist Gemeinde Gottes. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also es ist seine Gemeinde, er setzt die Maßstäbe, um ihn geht es, um seine Wahrheit. Denn außerhalb seiner Wahrheit gibt es keinen wirklichen Segen. Denn Segen definiert sich letztlich, da haben wir eben noch im Auto drüber gesprochen, weder über die Menge, die hier zusammensitzt, noch über das Gefühl, was wir miteinander teilen. Ja? Manche Leute denken, oh, wenn viele Leute zusammenkommen, da ist Segen. Lieben, ich sage euch, jedes Bundesligaspiel muss eine Menge Segen haben, oder? Also Menge definiert kein Segen. Und der Herr Jesus hatte wie viel zusammen, die ihm treu geblieben waren, wie viel waren es noch? Gerade mal 12 und da war noch ein Verräter dabei. Also war beim Herrn Jesus offensichtlich nicht so viel Segen, ja? Also müssen wir aufpassen, ja? Wir merken, große Massenbewegungen entstehen, man spricht von Erweckung. Liebe Geschwister, Erweckung drückt sich zuallererst nicht in der Masse aus, sondern im Inhalt. Wenn Christus und seine Wahrheit kraftvoll aufleuchten, da ist Erweckung. Völlig unabhängig davon, ob diese Erweckung 3 oder 13 oder 30 oder 300 Leute erreicht. Das macht keinen Unterschied. Erweckung definiert sich, Segen definiert sich über Wahrheit und über die Kraft und Gegenwart Gottes. Und das ist so wichtig, das müssen wir ganz genau verstehen. Also es ist seine Gemeinde, er setzt die Maßstäbe und darum können wir eben nicht in der Gemeinde Gottes einfach nach Gutdünken handeln. Einfach so tun, wie wir denken, das schmeckt den meisten vielleicht am besten, das bedient die meisten seelisch-religiösen Bedürfnisse. Ja gut, dann wird der Raum ziemlich schnell hier zu klein werden, wenn man da so agiert, das ist schon klar. Ja? Aber ihr Lieben, genau darum geht es nicht. Es geht um ihn, es geht um seine Wahrheit und es geht darum, dass wir die Gemeinde Gottes miteinander gestalten, dass wir ihm verantwortlich sind. Das ist so, als wenn ein Architekt auf die Baustelle kommt und seinen Plan aufschlägt und erst überlegen muss, bin ich hier eigentlich auf der richtigen Baustelle? Das Haus, das hier gebaut wird, hat eigentlich mit dem, was er geplant hat, gar nichts zu tun. Jeder Architekt würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Leute, passt mal auf, ist ja alles gut gemeint hier, aber das passt vorne und hinten nicht, wenn ihr die Wand da stehen lasst. Wenn ich in die Statik gucke, wird das früher oder später überhaupt nicht stehen bleiben, es wird zusammenklappen. So ist es, wenn die Gemeinde Gottes bauen und den Bauplan Gottes einfach außer Acht lassen. Das bringt zwar einen vielleicht schnellen Erfolg, aber auf die Länge wird es den Segen in Frage stellen. Darum ist es ganz wichtig, dass wir uns also ganz klar festmachen an dem einen Fundament, das wir haben. So sagt 1. Korinther 3,10 der Apostel Paulus, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das ist so, auch hier ist das so, auch hier in Gießen hat es Brüder gegeben, auch bei uns in Rosenheim hat es mal Brüder gegeben,
Die haben einen Grund gelegt. Die haben einen Auftrag vom Herrn gesehen und haben einen Grund gelegt, einen Anfang gemacht. Dieser Grund war nicht der Grund einer Tradition, dass sie gedacht haben, ach, wir haben Mennoniten, wir haben Baptisten, wir haben keine Ahnung was, vielleicht noch solche, und da fehlt noch eine Farbe. Also machen wir da noch was anderes daneben. Nein, ihr Lieben, da waren Brüder, die hatten ein ehrliches Anliegen zur Wahrheit. Und deshalb haben sie hier einen Grund gelegt. Und deshalb möchte ich es auch mal ganz deutlich sagen, warum sind wir hier zusammen? Auch wir in Rosenheim. Wir hätten es viel leichter gehabt, wenn wir einfach mit unseren Geschwistern irgendwo in eine der traditionellen Gemeinden untergeschlupft wären. Da waren noch genug freie Stühle. Aber ihr Lieben, wir mussten real feststellen, dass an vielen Stellen menschliche Traditionen die Wahrheit des Wortes weit überwuchert hatten. Und dass unser wahres geistliches Anliegen nicht wirklich dort wiederzufinden war. Und wir haben gebetet, was sollen wir machen? Das ist ja keine Kleinigkeit, einen Grund zu legen. Das ist ja viel einfacher, in ein gemachtes Nest zu gehen, sozusagen. Ja? So, und auch hier haben Brüder gebetet, haben hart gearbeitet, gekämpft dafür, dass eine Gemeinde da ist, die einen Anspruch hat, sich geistlich, biblisch, authentisch an der Wahrheit auszurichten. Und ihr Lieben, das nimmt alle, die dann hierher kommen, in die Pflicht. Und ich sage das auch ganz klar. In unseren Gemeinden sitzt niemand, weil er eine fromme Pflichtübung zu erledigen hat und denkt, Gott muss jetzt froh sein, dass ich mal wieder im Gottesdienst war. Ihr Lieben, Gemeinde, Gott ist etwas, wo wir mit Überzeugung dabei sind. Und wer nicht mit Überzeugung dabei ist, der muss gar nicht hier sein. Gott braucht es nicht. Gott braucht mein Gesicht nicht in seiner Gemeinde. Er will mich gebrauchen, natürlich. Aber das Entscheidende ist doch, dass du und ich, dass wir mit den Zielen und mit dem Anliegen unserer Gemeinde geistlich geschlossen sind und an einer Sache arbeiten. Und diese Sache heißt, wir wollen entgegen vieler verschiedener menschlicher Traditionen, die es überall zu Massen gibt, wollen wir bewusst miteinander so als Geschwister leben, wie es die Heilige Schrift als Gemeinde definiert. Das ist doch unser Anliegen. Das möchte ich mal einfach vorweg ganz stark betonen. Deshalb sind wir hier. Wir sind nicht deshalb hier, weil ich woanders zu viel Stress hatte und hier weniger Stress habe. Oder solche Dinge können vielleicht Auslöser sein, dass ich mir Gedanken mache, ob ich da, wo ich bin, richtig bin. Das ist auch gut so. Aber hier zu sein, sollte sich mit einer echten Überzeugung zum Wort Gottes verbinden. Alles andere bringt ja nichts, sozusagen. Ja, und deshalb, andere bauen darauf. Ihr andere Geschwister sind nachgekommen, sie bauen mit, sie gestalten mit. Und jeder sollte deshalb bewusst sehen, wie er jetzt weiterbaut. Nämlich nach diesem Bauplan der Heiligen Schrift und nicht irgendwie anders. So, in 1. Timotheus 3,15 heißt es dann, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und der Grund, die Grundfeste der Wahrheit. Diese Stelle ist wunderbar. Ich liebe diese Stelle. Leute, Gemeinde ist Haus Gottes. Gemeinde ist Tempel Gottes. Nicht irgendeines Gottes. Wir konservieren hier keine Gott. Wir sind keine konservative Gemeinde. Wir sind eine bibeltreue Gemeinde. Das sieht zwar manchmal konservativ aus, ist auch richtig so, aber konservativ kommt von konservieren. Gott ist nicht konserviert. Er will lebendig in unserer Mitte sein. Das meint das. Die Gemeinde ist das Haus, wo Gott wohnt. Nicht, wo er irgendwo im Bilderrahmen hängt oder sich in einer Theologie definiert. Er will in unserer Mitte leben. So wie er das im Alten Testament sagt. Ich will unter ihnen leben, sagt Gott. Er sucht Gemeinschaft mit uns. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist der Ort der Begegnung mit ihm. Und wir sollen lernen, wie man sich in dieser Gemeinde nach Gottes Gedanken einbringt, wie man sich verhält. Denn es ist ein Ort der Gegenwart des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler und eine Grundfeste für die Wahrheit. Ich glaube, gut, Gießen hat ja nicht mehr so einen historischen Stadtkern. Gießen ist ja nach dem Krieg komplett ausgebombt gewesen. Weiß ich ein bisschen von meiner Oma, die hat das noch erlebt, ist hier von Gießen. Da habe ich noch ein bisschen Gießener Blut, deshalb bin ich wahrscheinlich auch so gern hier. genau, aber wenn ihr in eine Stadt kommt, die noch einen klassischen historischen Stadtkern hat, so einen Marktplatz und alte Fachwerkhäuser, dann werdet ihr schnell feststellen, oft
ist in der Mitte so eines Blattes irgendeine Säule und obendrauf ist dann irgendeine Statue oder irgendetwas. Und das hat einen Sinn. Da weiß jeder direkt schon, ah, zum Beispiel in irgendeine berühmte Persönlichkeit oder irgendetwas, womit diese Stadt sich identifiziert ein Stück weit. Meine Lieben, so ein Pfeiler ist die Gemeinde. Und wer steht oben drauf? Der Herr Jesus. Ja. Also durch die Gemeinde, warum stellt man diesen Kerl dann auf den Sockel, auf eine Säule, damit alle, die auf dem Platz sind, von nah und fern ihn sehen? Und so soll es sein. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, die kann nicht verborgen sein. Das ist Gemeinde Gottes. Der Jesus soll von hier weit sichtbar werden. Evangelisation, so wichtig das ist, in der Stadt zu sein, beginnt aber hier. Evangelisation, eine Säule und eine Grundfeste für die Wahrheit, ist zuerst die Gemeinde. Darum habe ich es auch immer wieder beobachtet, dass Geschwister, die ohne eine echte Gemeinde im Rücken evangelisieren, sich oft sehr schnell totlaufen. Das ist eine besondere Herausforderung und eigentlich nicht normal. Ja, und was ist sozusagen das Dach dieser Gemeinde? Der Schutz, das ist die Gegenwart des Herrn Jesus selber, nach seiner Verheißung, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Lieben, darum ist es auch so wichtig, dass wir keine Lutheraner, Calvinisten oder Methodisten oder keine Ahnung für Isten sind, sondern dass wir wirklich zu Christus hin uns versammeln. Auch Christus nicht als Zentrum einer neuen religiösen Elite machen, auch das gibt es, ja, sagt Paulus ja auch. Er ist in unserer Mitte. Wann ist er in unserer Mitte? Ich komme in eine Kirche und dann steht dann vorne ein Mensch im schwarzen Frack und erklärt ganz salbungsvoll, wir sind heute versammelt in dem Namen des Herrn Jesus. Frage ist, sind wir dann versammelt in dem Namen des Herrn Jesus? Wenn das jemand sozusagen auf die fromme Fahne schreibt, sagt, wir sind im Namen Jesus versammelt. Wir lieben davon, dass wir das bekennen, ist niemand im Namen Jesus versammelt. Also wenn ich eine krumme Sache mache und sage, das mache ich im Namen von meinem Chef, dann wird er mir ganz schön auf die Füße drin sein. Pass mal auf, das hat mit mir gar nichts zu tun. Also, im Namen des Herrn Jesus heißt doch zwangsweise in einer vollkommenen Übereinstimmung mit ihm. Das heißt, die Frage, ob wir in seinem Namen heute Abend hier sind oder ihr als Gießener Geschwister zusammenkommt, entscheidet nicht, ob das hier vorne jemand zelebriert, sondern ob unser Herz wirklich auf Christus gerichtet ist und ob wir wirklich in einem aufrichtigen Anliegen da sind, dass sein Wille geschehen soll, so wie im Himmel, auch hier auf der Erde, hier in unserer Gemeinde. Und dann sind wir auch in seinem Namen zusammen. Das ist also sozusagen die Konzeption. Und ich fasse es euch mal zusammen. Also, Gemeinde ist der Ort, wo Jesus wohnt und wo man ihm begegnet. Das ist so wichtig. Ich erinnere nur an 1. Korinther 14, wo über die Gemeinde Korinth beschrieben wird, als junger Mensch, ich kam selber aus einer sehr traditionellen Gemeinde, habe immer nach Leben gelächzt dort und gesucht und ja, war nicht so viel immer, obwohl ich auch viel Gutes dort gelernt habe und auch einigen Brüdern ganz, ganz dankbar bin, weil die mir viel Gutes auch mit auf den Weg gegeben haben, ohne Zweifel. Aber ich habe mich nach Leben gesehnt. Und 1. Korinther 14, das war für mich so, wo ich gedacht habe, ja, wenn ein Unkundiger oder Ungläubiger, schreibt Paulus, reinkommt, dann wird der Geist Gottes dein Herz offenbaren und er wird auf sein Angesicht fallen und sagen, oh, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Er sagt, ja, Herr. So wünsche ich mir das eigentlich, dass Menschen, die reinkommen, wenigstens ansatzweise sagen, ich bin heute dem Herrn Jesus begegnet. Leider habe ich es anders dann erlebt. Wenn sich wirklich mal jemand verirrt hatte, der ist leider dann irritiert wieder rausgegangen. Wusste nicht so genau, wo er war. Leider. Ihr Lieben, es ist eine Herausforderung, die wichtig ist, dass wir so miteinander leben, dass niemand irritiert ist, sondern dass jeder merkt, hier habe ich die Möglichkeit, Jesus persönlich zu treffen. Hier redet er durch sein Wort, durch seinen Geist. Hier ist er gegenwärtig. Das ist so die ganz große Herausforderung. Und ihr kennt ja alle diese Stelle, Matthäus 5, 14. Ihr seid das Licht der Welt. Ich habe das eben schon zitiert. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt. Das ist Gemeinde Gottes. Das ist nicht irgendeine
eine Versteckspielgemeinde, sondern da ist Öffentlichkeit, da ist Wahrnehmung. Epheser 3, Vers 10 sagt, auf dass jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes nach ewigem Vorsatz. Liebe Leute, merken wir etwas? Gemeinde Gottes ist nicht nur etwas, wo wir gesehen werden auf dieser Erde, sondern Gemeinde Gottes ist auch etwas, das gesehen wird vom Himmel. Die Fürstentümer und Gewalten, mit denen wir ja später in Epheser 6 ja auch offen im Krieg gesehen werden, aber auch die Engel selber, sie nehmen Kenntnis und sie schauen genau, wer wir sind und wie wir hier sind, wie wahrhaftig wir sind und wie wir miteinander umgehen und alles, was dazugehört. Glaubt uns, ja, wir sind nicht nur voreinander hier, wir stehen auch vor der unsichtbaren Welt, hier als Gemeinde. Also ein Ort, wo man ihm begegnet. Zweitens haben wir gesehen, die Gemeinde Gottes im Neuen Testament ist der Tempel des lebendigen Gottes auf der Erde. Haus Gottes haben wir gesehen in 1. Timotheus und es wird nochmal bestätigt in Epheser 2, wo der Apostel Paulus sagt in Vers 21 bis 22, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Also ein geistliches Haus, wo wir sozusagen mit hineinbezogen sind. Und Petrus sagt in 1. Petrus 2, dass wir lebendige Steine in diesem Haus Gottes sind. Und wir haben das eben auch gelesen, auch da steht es, in dem der Jesus selber Eckstein ist. Naja, wir sind ja heute vom Handwerk mal schon ein bisschen weiter weg. Aber wer hat denn schon mal von euch ein Haus selber gebaut, gemauert? Gibt es jemand? Wer hat schon mal ein Haus selbst gemauert? Von Anfang? Keiner. Okay. Also ich habe einmal bin ich in den Genuss gekommen, habe es aber später dann verkauft. Jetzt ein Gemeindehaus gekauft. Genau. Und ich hatte einen Bruder dabei, der war also Maurermeister, war Polier. Und es war ein ganz lieber Bruder. Der kam und hatte nicht nur Mörtel und die Kelle im Schlepp, der hat auch Gottes Wort im Schlepp gehabt. Das fand ich richtig gut. Und da standen wir dann zwischen den Hohlblöcken da auf der Betonbodenplatte und er hatte seine Bibel dann oben auf drauf aufgeschlagen. Ich war einfach so glücklich, denke, wow, das ist gut, ja. Und da sagte er zu mir, so sagt der Stefan, wir wollen jetzt mal den Eckstein setzen, damit du jetzt mal verstehst, wie wichtig dieser Eckstein ist. Und dann hat er mir ein Wort Gottes unter anderem aus 1. Petrus gelesen, haben wir zusammen gebetet und dann haben wir unter Gebet diesen Eckstein gesetzt. Es war irgendwie ein Moment, der sich so mit mir so eingegraben hat. Und er hat gesagt, guck mal Stefan, jetzt müssen wir diesen Stein maximal genau setzen. Denn dieser Stein gibt die Richtung des Hauses an, in alle Richtungen, auch nach oben. Und er sagt, wenn wir diesen Stein schief setzen, steht das ganze Haus schief. Ja, also der Eckstein gibt dem Haus die Richtung. Und deshalb muss der sehr bewusst und sehr genau gesetzt werden. Und er sagt, so ist das mit dem Herrn Jesus. Er gibt seiner Gemeinde exakt die Richtung an. Und seien wir da auch exakt. Leute, wenn ihr einen Stein setzt, ihr kennt das Spiel alle, wer hat schon mal mit den Kindern zusammen Klötzchen gebaut? Och, ja klar. Was baut man denn so traditionell, wenn man mit Klötzchen baut als erstes? Turm, natürlich, oh, wir sind schon mal einig, genau. Aber das geht gar nicht so einfach, denn wir merken, wir kommen mit dem Turm nur bis eine ganz spezielle Höhe und dann, der kippt um. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil jedes Klötzchen, das du auf das nächste Klötzchen setzt, orientierst du an dem, was darunter liegt. Und wenn da jetzt ein minimaler Fehler drin ist, dann addiert sich der Fehler, ohne dass du das selber merkst und siehst. Und irgendwann bekommt er so ein Übergewicht, fällt er wieder um. So ist das, wenn der erste Stein schief ist, das wirst du in der dritten und vierten Reihe noch nicht so schnell merken. Aber in der sechsten und siebten Reihe wirst du auf einmal merken, die ganze Wand, die kommt auf einmal ein paar Zentimeter raus. So ist das. Darum ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir die Wahrheit ernst nehmen. Dass wir sagen, ach komm, wird schon irgendwie werden.
Nein, Gottes Geist sagt uns genau, wie es werden wird. Und wir tun gut daran, wenn wir wirklich einfach Gottes Wort auch bis ins Detail der Ernst nehmen. Und der vierte Punkt, den wir gesehen haben, also die Gemeinde, sie ist Licht und Salz. Sie ist die Darstellung der Wahrheit Gottes in dieser Welt. Also das ist unsere Berufung. Damit haben wir zu tun. Und darin sollten wir geistlich mit diesen Zielen ganz bewusst unterwegs sein. Schau mal, 1. Korinther 14, da ist diese wunderbare Stelle, von der ich eben sprach, dass ein Mensch, wenn er in unsere Mitte kommt, er soll dazu geführt werden, dass er klar bekennt, hey, ihr seid Kinder Gottes, in eurer Mitte lebt Jesus, da ist Gott in der Mitte. So heißt es in 1. Korinther 14, Vers 25. Und in 1. Johannes 4, Vers 6 sagt Johannes, wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört. Und sehr interessante Formulierung. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und ich will euch mal ganz klar was sagen. Ich habe das mehrfach erlebt. Habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Es kommen Brüder, es kommen Geschwister, die falsch sind. Und die kommen auch in einer Mission. Das sagen die dir nicht direkt. Das wirst du schnell merken. Die gucken, wo sind eigentlich so Leute in der Gemeinde, die noch nicht so lange dabei sind, die noch nicht so ganz befestigt sind. Und dann wirst du auf einmal merken, komisch, die stehen immer mit den Leuten zusammen, aber um die Ältestenschaft machen die einen Bogen oder so. Ja? Kennt ihr sowas? Kennt ihr auch, ich auch. Genau, und manchmal ist es so, das ist ganz schön kompliziert. Und meistens ist so, wenn man verantwortlich solche Probleme angeht, da ist man ganz schnell der Böse. Ist doch klar, der Stefan hat ja wieder was, der ist doch logisch, der sieht ja sofort die Flöhe husten, ist normal. Aber ihr Lieben, das ist leider so. Wenn man 40 Jahre im Wort unterwegs ist und lange Jahre Verantwortung hat, Geschwister, man sieht manches, was nicht jeder sieht. Und was du auch nicht jedem erklärt bekommst. Und manchmal ist es ganz schön schwer. Und da muss man einfach Geduld lernen. Da muss man beten und mal die Füße stillhalten und sagen, Herr, mach das mal offenbar. Man hat schon Bauchschmerzen. Ja. Aber ganz oft hat sich dann das Problem dadurch gelöst, indem wir einfach, und da habe ich auch drum gekämpft, dann als Gemeinde geistlich geblieben sind. Wir sind einfach im Geist Gottes festgeblieben. Und irgendwann haben die Leute selber gemerkt, nee, hier passen wir nicht hin. Hier kommen wir nicht rein, hier gehören wir nicht hin. Nicht, weil wir sie lieblos rausgegelt haben, ganz im Gegenteil, sondern weil es ein fremder Geist war. Und das ist so, der fremde Geist muss entweder offenbar werden unter uns oder er muss merken, dass er hier falsch ist. Weil wir Gottes Kinder sind, weil der Geist Gottes unter uns lebt. Ihr Lieben, schaut mal, da war eine Synagoge, Jesus kommt in die Synagoge, was passiert? Was passiert, als Jesus in die Synagoge kommt? Da schreit ein Besessener auf. Leute, der hat schon lange in der Synagoge gesessen, ohne zu schreien. Der hat keine geistliche Kollision gehabt, weil alles religiös mausetot war. Jetzt kommt der Sohn Gottes rein, jetzt kommt geistliches Leben rein. Das passt nicht mehr. Lieben, das ist der günstigste Fall. Von der Urgemeinde heißt es, die übrigen aber wagten sich da gar nicht anzuschließen. Weil das, was die Gläubigen gelebt haben, so vom Geist Gottes durchdrungen war, hatten die Respekt. Und gesagt, okay, nein, wenn ich nicht dazugehöre, bin ich auch nicht da. Ihr Lieben, das sind natürlich sehr hohe Ansprüche, das ist mir auch klar. Aber es geht ja auch nicht darum, das zu sagen, hey, das haben wir zu 100%. Sondern es geht darum, das zu sagen, lasst uns gemeinsam unser Herz an diesen Zielen festmachen. Und lasst uns gemeinsam geistlich dahin beten und dahin wirken, dass wir eine geistliche Gemeinschaft sind. Und diese geistliche Gemeinschaft wird eben ganz besonders auch von der Frucht des Geistes geprägt. Das werden wir uns nachher auch noch im Einzelnen anschauen. Der nächste Gedanke, den ich gerne uns jetzt vor die Herzen führen möchte, ist, dass die Gemeinde Jesu sein Leib ist. Kolosser 1, 18, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, welche der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Nun, ihr Lieben,
Wenn jetzt hier einer sitzt, okay, das gibt's. Du sitzt da, der macht ständig so. So, lass das doch mal. Ja, ich kann das nicht lassen. Ja. Der hat ein Problem, neurologisches meistens. Ja. Das ist wichtig, neurologisch. Es gibt viele Gemeinden, die haben neurologische Probleme. Das heißt, die Nervenbahnen vom Gehirn, vom Kopf zu den Gliedern, die funktionieren nicht mehr. Und der Leib verselbstständigt sich dann, okay? Das sagen wir direkt, das ist nicht gesund. Ihr Lieben, pass mir gut auf. Du hast einen Leib bekommen. Warum? Ich habe Gedanken, Ideen, Pläne, Gefühle, Ziele. Wie setze ich die eigentlich um? Na, zum Glück habe ich den Leib. Kann meine Beine in die Hand nehmen, kann wohin gehen, meine Hände nehmen, einen Kuchen mischen, schön dekorieren, ja, Tanja, oder so. Oder was auch immer, in die Werkstatt gehen. Irgendwas, was ich im Kopf habe. Ich kann es über meinen Leib realisieren. Das heißt, deine Ideen, deine Pläne sind erstmal wo? Unsichtbar, in deinem Kopf. Aber umgesetzt werden sie durch deinen Körper. Und ihr Lieben, wenn wir als Gemeinde der Leib Jesus sind, dann heißt es im Klartext, dass der Herr Jesus seinen göttlichen Plan durch wen in dieser Welt umsetzen möchte? Durch seine Gemeinde. Und du und ich, wir sind dann Glieder an diesem Leib. Was sollen wir denn dann tun? Was, meine Hand soll ja nach Möglichkeit das tun, was ich will und nicht irgendwas von alleine tun. Und so stehen wir als Gemeinde in der hundertprozentigen Abhängigkeit von ihm. Darum sehen wir auch, der Dienst des Apostel Paulus bestand immer wieder darin, die Geschwister in eine direkte Beziehung zum Haupt zu bringen. Es gibt in der Nervenbahn von meinem Kopf zu meinen Fingern oder zu meinen Füßen keine Zwischeninstanzen. Zum Glück. Sonst wird es schon wieder schwierig. Ja? Also Gemeinde Gottes hat auch keinen Dachverband. Also keine Instanz, die so zwischen Kopf und Körper steht. Dann wird es auch schwierig. Ja? Also der Kopf sitzt direkt auf dem Körper. Das ist der kürzeste Weg. Und so muss es funktionieren. Schauen wir uns näher an. Ihr aber, ihr seid der Leib des Christus und Glieder an jeder nach seiner Zuteilung. Das heißt, jeder Bruder und jede Schwester hat eine Funktion an dem Leib des Herrn Jesus. Jetzt sag mir nicht, du bist ein Fingernagel am Leib Jesu. Das zählt nicht. Also, obwohl es auch gebraucht wird. Nein, also ich wollte damit sagen, Gemeinde Gottes lebt nicht davon, dass es irgendeinen Klerus gibt, der irgendein frommes Programm über die Bühne zieht und irgendein paar Laien gibt, die dieses Programm durchwinken und absegnen und finanzieren, um es mal vereinfacht zu sagen, ja, durch Kirchensteuer oder sonstige Abgaben. Genau das ist es nicht. Nun, in den Kirchen heißt es halt Klerus und Laien, in irgendwelchen anderen Gemeinden nennt man das Diener und Reihen. Ja, es gibt so Gemeinden, die haben dann eine Dienerschaft und die rechts sind die Reihen. Leute, das sind Lehren, die sind schlichtweg im neutestamentlichen Kontext eine Katastrophe. Gemeinde Gottes ist kein Zweiklassenmodell, sondern die Bibel sagt, dass alle in der Gemeinde eine priesterliche Berufung haben, dass alle in der Gemeinde aktive Glieder am Leib sind. Wenn einer sagt, ich bin in der Gemeinde, aber ich bin kein Diener oder keine Dienerin, dann bist du gar nicht in der Gemeinde. Denn es gibt kein Glied an dem Leib des Christus, das keine Funktion hat. Wir haben alle eine Funktion. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 23, soll sich niemand von euch Lehrer, Meister, ich füge jetzt mal an, Präses, Diener, keine Ahnung wie nennen, und sagen, hier, ich bin jemand Tolles und ja, er sagt, ihr seid untereinander Brüder. Und das ist erstmal ganz wichtig. Wir stehen in der Gemeinde Gottes zueinander als Geschwister, als Brüder. Und jeder Einzelne hat eine Funktion, eine Berufung in der Gemeinde. Jeder, jedes Glied. Das ist natürlich unterschiedlich. Aber ihr Lieben, auch eine Ältestenschaft hat eben seine Berufung, seine Funktion in der Gemeinde. Und Petrus sagt ausdrücklich, das sind nicht die Herren der Gemeinde, sondern das sind eigentlich die Vorbilder im Dienen schlechthin. Und dienen tut man im Regelfall nicht da oben, sondern dienen tut man wo? Unten. Ja? Und der Jesus hat deshalb auch zu seinen Jüngern gesagt, wenn du der Erste sein willst, wunderbar, dann üb dich darin,
jedermanns Diener zu sein. Also, ihr Lieben, das ist, wenn ihr merkt, dass schon irgendwelche menschlichen Hierarchien und Strukturen da reinkommen, wenn man unterscheidet zwischen Klerus und, keine Ahnung, irgendwelchen toten Schäfchens, dann vergiss es, dann bist du schon nicht mehr in der Struktur einer biblischen Gemeinde. Also Leib Jesu heißt ihr, du, jeder Einzelne. Hier ist niemand im Raum, wenn du Leben aus Gott hast, der da ausgenommen ist. Denn gleich wie in einem Leib viele Glieder hat, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben. Also sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Römer 12, 4 bis 5. Und in 1. Korinther 18, da haben wir schon gelesen oder eben zitiert, Gott hat diese Glieder gesetzt. Gott hat einen Plan mit dir und es ist deine Verantwortung, vor dem Herrn Jesus zu erkennen und zu begreifen, wo ist dein Platz, den du im Segen in dieser Gemeinde ausfüllst. Und den wird der Herr dir zeigen. Das muss gar nicht was Großes und Sichtbares sein. Die meisten Leute denken ja, ja, dienen tut man, wenn man hier vorne vielleicht predigt. Ja, das ist auch dienen, aber auch nicht immer, glaubt mir das. Man kann auch hier vorne predigen, ohne der Gemeinde zu dienen. Man kann auch hier stehen und sich selber dienen. Könnt ihr mir glauben? Unser Fleisch ist verdorben genug, um dass es das dahin bringt. Ganz klar. Also, wie viele Geschwister sind vielleicht in einem intensiven Dienst in der Gemeinde und es hat noch niemand gemerkt? Die vielleicht nächteweise auf den Knien liegen für ihre Geschwister, für die Gemeinde, wie Epaphras, der Nacht und Tag ringt für alle Geschwister in Kolosse. Ja? Das war kein Mann, der auf der Bühne gestanden hat, aber den Paulus als Diener der Gemeinde explizit heraushebt. Wunderbar. Also der Herr hat eine Aufgabe für dich. Epheser 1, Vers 22, also die Stelle hatten wir, glaube ich, eben schon mal. Genau, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welches sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und in Epheser 4, 15 lesen wir, dass die Wahrheit festgehalten werden soll in der Liebe, damit wir alle heranwachsen, und jetzt müssen wir genau schauen auf die Formulierung, zu ihm hin, also zu Christus. Das geht nicht darum, die Leute in irgendein System zu manifestieren und irgendwo, keine Ahnung, sondern, ihr Lieben, die Nähe zu Christus definiert das Maß deines Segens. Je näher du zu ihm hingewachsen bist, desto mehr kann Christus durch dich segnen, seine Gemeinde. Lebe aus der Gegenwart des Herrn und deine Gemeinde wird gesegnet sein. Ja. Also fassen wir nochmal zusammen. Die Gemeinde ist der Leib des Herrn Jesus. Er ist das Haupt, wir die Glieder. Damit ist klar definiert, wie sich Gemeinde definiert. Genau. Und die Stellen, oh, ja, ja doch, gehen wir noch durch. Also in Epheser 4, 1 ist es nochmal ganz klar auf den Punkt gebracht. Ich lese aber nur die ersten Verse, wo Paulus sagt, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Und jetzt schauen wir uns diese Berufung an. Diese Berufung kann nur gelebt werden, Vers 2, in Demut, in Sanftmut, in Langmut, einander ertragend, in Liebe. Boah, ich habe so oft die Worte gehört, du musst doch mal durchgreifen. Ja, man muss auch schon mal durchgreifen. Aber viermal Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe. So, wenn du die vier Punkte mal durchexerziert hast, dann denk mal drüber nach, den fünften mal durchzukriegen. Genau. Und dann kommt es euch befleißigen. Und jetzt merken wir, Gemeinde Gottes ist kein Selbstläufer. Euch befleißigen. Du bist nicht hier, um den Stuhl warm zu halten. Fleiß ist was anderes. Fleiß, wohin sollen wir uns befleißigen? Jetzt ganz stark religiös aktiv zu werden. Nein, zuallererst euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren im Bande des Friedens. Wisst ihr, was es im Klartext heißt? Wenn irgendwo dir hier ein Mensch über die Füße läuft, vielleicht sogar ein Bruder und eine Schwester, und du hörst, dass dieser Mensch über deine Gemeinde, über deine Geschwister irgendwas Mieses ablässt und was Schlechtes sagt, dann bist du genau jetzt gefragt, hier die Bremse zu drehen. Sag Stopp. So geht das in unserer Gemeinde nicht.
was du tust, entzweit unsere Gemeinde. Was du tust, zerstört unser Vertrauen untereinander. Wenn du ein Problem mit Bruder Johannes hast, dann musst du nicht bei mir darüber reden. Dann setz dich mit Bruder Johannes zusammen. Ich sage euch, 90% aller Probleme haben sie spätestens hier schon erledigt. Und 10% kommen noch zu klären, weil es wirklich was zu klären gibt. Und ihr Lieben, Fleiß heißt aufpassen. Die Einheit mit aller Entschlossenheit zu pflegen, zu bewahren, zusammenzuhalten, auf dem Frieden nachzujagen. Okay? So. Die Einheit des Geistes bewahren im Bande des Friedens. Denn, Vers 4, da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ja? Und da lassen wir uns auch überhaupt nicht auseinander definieren. Auch wenn die Kirchengeschichte verschiedene Taufen hervorgebracht hat. Nein, die Bibel kennt nur eine Taufe. Ich muss es mit Klarheit sagen. Wenn irgendein unmündiges Kind 3 Tropfen Wasser abbekommt und das irgendjemand als Taufe definiert, kann er das tun, aber die Bibel definiert es nicht als Taufe. Es gibt nur eine Taufe. Als Beispiel, hier sind wir schon gefragt, ganz klar. Sagen Geschwister, hört mal zu, das ist die Schrift, auf dieser Grundlage stehen wir und darum praktizieren wir auch nichts anderes. Diese eine Taufe, nur mal so am Rande. Ein Gott und Vater und so weiter. Also er sagt ganz klar, Wahrheit ist nicht teilbar. Das ist, was hier steht. Und du und ich, wir sind also gefragt nach Epheser 1, diese Einheit zu schützen. Und zwar nicht passiv, indem wir einfach die Klappe halten und sagen, ja, ich rede mal nichts Schlechtes, ich bin einfach mal still. Nein, Fleiß heißt nicht einfach mal still zu sein. Fleiß heißt, wenn ihr merkt, dass der Teufel eine Tür findet, die Einheit der Gemeinde zu gefährden, dass du aktiv wirst und dass du sagst, Schluss, Moment, so wollen wir das nicht. Zum Beispiel, ja. Dann gehen wir weiter. Ich habe hier ein paar Stellen dazu, die das noch vertiefen, rausgestrichen. Oh. Ja, wir gucken, ob wir werden schon durchkommen. Seid ihr noch relativ frisch oder habe ich euch schon müde gemacht? Gut. 1. Petrus 4,11. Ein interessantes Wort. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Puh, das ist ein gewaltiger Anspruch. Schaut mal, das hat damit zu tun, dass der Jesus das Haupt ist. Das heißt, wenn wir als Brüder geistlich uns mitteilen, dann kann und darf das nur wirklich in der totalen Übereinstimmung mit dem sein, was auch der Herr Jesus gesagt und gelehrt hat, was er beauftragt. Und dann geht es weiter in 1. Petrus 4,11. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Auch das ist so wichtig. Ihr Lieben, nicht einfach was machen. Hast du eine Berufung? Hast du um deine Berufung gebetet, wenn es sein muss, gefastet? Hast du wirklich eine Vollmacht in dem, was du tust? Es geht nicht darum, dass was gemacht wird und ich auch mal was machen will. Hier geht es ganz klar, er ist Haupt. Das heißt, dann soll und muss auch von ihm das ausgehen, was wir miteinander teilen in der Gemeinde Gottes. Und dann sagt er weiter in 1. Korinther 14, Vers 2, was unsere Verantwortung dahin betrifft. Er sagt also auch ihr, die da ihr um geistliche Gaben eifert, sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Also das ist ganz klar. Wenn mein Dienst nicht ein Herzensanliegen für meine Geschwister ist. Hey, lass es sein. Ich habe das schon mal gesagt. Es gibt 2 Sorten Brüder. Die einen stehen so da, ich bin wichtig, deshalb stehe ich jetzt hier vorne. Und die anderen, die sagen, ihr seid wichtig und deshalb stehe ich hier vorne, um euch zu dienen. Das ist eine, Leute, ganz ehrlich, das wäre ein geistliches Empfinden haben, der merkt sofort, wer vor ihm steht. Ob er wichtig ist oder ob die Gemeinde wichtig ist. Was passieren soll, soll die Gemeinde erbauen. Ich brauche nicht ein gutes Gefühl, wenn ich hier weggehe.
ihr sollt erbaut sein, wenn ich erwecke. Und wenn ihr nicht erbaut seid, dann war es ein paar Liter Diesel zu schade, die ich hierher verfahren habe. Glaubt es mir. Die Gemeinde soll erbaut werden. Das ist das Ziel Gottes. Und mit diesem Ziel musst du und ich uns von Herzen identifizieren. Es geht, meinen Geschwistern zu dienen und sie aufzubauen. Dann 1. Korinther 14:26 habe ich noch. Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, hat eine Sprache, eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Und noch einmal, alles geschehe zur Erbauung. Und hier sehen wir nochmal dieses Prinzip Haupt. Ja? Der Herr Jesus, er möchte seine Glieder alle benutzen, damit am Ende gemeinsam ein geistliches Werk durch seine Hand gewirkt und unsere Mitte entsteht. Dann Römer 15, Vers 2. Ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten zur Erbauung. Also noch einmal, wisst ihr, das ist so wichtig. Das Ergebnis entscheidet über deinen Dienst. Wer ist erbaut? Ist die Gemeinde Gottes durch dich erbaut? Und ihr Lieben, glaubt mir, das fängt nicht an, wenn wir das erste Lied hier gesungen haben. Das fängt an, wo du deinen Geschwistern begegnest. Ist deine Begegnung mit deinen Geschwistern eine Erbauung? Gehen deine Geschwister erfrischt weiter, wenn du sie begrüßt hast? Oh, hey, da kam mir gerade so ein Schwall von Bruderliebe rüber. Das war richtig gut. Es geht mir schon mal gerade besser. Ja, so muss das sein. Paulus sagt es so, ja. Als wir die Brüder sahen, was war denn da? Oh nein, auch die noch, ja. Da sagt er, nein, wir fassten Mut. Das stand nicht, als sie die Predigt von Paulus gehört haben, da waren sie wieder ein bisschen gepimpt oder so. Da stand, als sie die Brüder sahen, ja, eine Begegnung und sie fassten Mut. Ihr Lieben, jede Gemeindestunde, jede Versammlung, jede Gemeinschaft beginnt mit Begegnung. Das ist ein leidiges Thema, aber wir haben heute Abend auch nicht so pünktlich angefangen. Deshalb habe ich mich so spontan zu Hause auch gefühlt hier, weil sonst ist es auch nicht anders. Das ist auch nicht so eine ganz große Tragödie. Es gibt Gemeinden, da kannst du die Funkuhr nachstellen, wenn das erste Lied vorgeschlagen wird. Das müssen wir ja gar nicht. Natürlich wollen wir ein bisschen schauen, einen Rahmen zu haben. Das ist ja gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt 5 Minuten später am Start sind, hallo, hey, wir können uns doch schon begegnen. Wir können uns doch schon geistlich bauen. Wir sind doch schon da. Wir haben uns doch schon. Leute, biblische Gemeinde, sie verharren in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in den Gebeten und wohin noch? In der Gemeinschaft. Und ihr Lieben, Gemeinschaft ist ja nicht nur, wir haben gleichzeitig dieselbe fromme Veranstaltung, die wir erleben, sondern Gemeinschaft ist ja ein bewusstes Zusammenkommen. Und ich finde es halt gut, wie gesagt, wenn dann halt 5 Minuten später das erste Lied gesungen wird, dann war eben schon der Baustein Gemeinschaft schon aktiv. Ist doch gut. Gehört auch zur Gemeinde Gottes, nichts Fremdes, nichts Schlimmes. Niemand was passiert. Jedem ist gut gegangen. Vorausgesetzt, wir gehen gesegnet miteinander um. Ja. Also das sind alles so Dinge, die so ganz praktisch sind. Römer 15, 7. Deshalb, und jetzt sehen wir wieder einen wichtigen Punkt. Deshalb nehmt einander auf, gleich wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Leute, das hat zu tun damit, diesen Punkt. Wenn er das Haupt ist, dann will der Herr Jesus, weil er ja selber leibhaftig wo ist? Im Himmel. Dann will der Herr Jesus durch dich dem anderen begegnen und der andere soll erleben, er soll eine solche Aufnahme erleben, als wenn er nach Kapernaum, nach Jesus gekommen wäre, direkt nach Hause. Ja? So wie der Herr Jesus. Wie war es bei dem Herrn Jesus? Hey, die Hütte, die war viel zu klein. Ja? Und der arme Gelähmte, die kam schon gar nicht mehr durch. Und die Mutter und die Brüder, die wollten zu dem Herrn Jesus hin, die kamen auch nicht durch, sagen, der ist von Sinnen. Nein, nein, der war nicht von Sinnen. Von ihm ging Segen aus. Und deshalb war das Haus dicht. Und deshalb haben die das Dach abdecken müssen. Und selbst als das Dach abgedeckt wurde, gab es keinen Stress beim Herrn. Der hat nicht gesagt, oh, was macht ihr denn hier? Keine Ahnung, was ich den nächsten Dachdecker kriege. Und dann ist es morgen regnet oder sonst was. So Probleme hatte der Jesus alles gar nicht. Das war alles, es ging zur Sache. Okay? Und
Ihr Lieben, nehmt einander auf wie Christus. Wie hat uns Christus aufgenommen? Wie hat Christus den verlorenen Sohn aufgenommen? Er hat ihn erstmal umarmt, so wie er war. Und ihr Lieben, die Liebe Gottes nimmt die Menschen auf, erstmal wie sie sind. Selbstverständlich hat der Vater den verlorenen Sohn nicht in seinen stinkigen Schweinekleidern gelassen. Natürlich nicht. Und das werden und sollen wir auch nicht. Aber wir sagen nicht raus, pass mal auf, wie ich das auch erlebt habe. Du musst erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann red mir nochmal und dann kommst du hier rein. Okay? Also Gemeinde Gottes, ein Ort der Aufnahme, wo Menschen eine Begegnung finden, als wären sie bei dem Herrn Jesus zu Hause. Das ist Gemeinde Gottes. Wunderbar, dann ist er auch Haupt. Der zweite Gedanke, der sich auch damit verbindet, das ist eben dann, was ich eben angedeutet habe, die Liebe. Die Liebe, ihr lieben Leute, das ist etwas unglaublich Wichtiges und Großes. Und zwar in Johannes 13 sagt der Herr Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Und ich habe das oft reflektiert und ich reflektiere das auch noch einmal. Der Johannes, der dieses Evangelium außerdem geschrieben hat, ich weiß nicht, ob ihr so seine Geschichte ein wenig kennt, er hat ja seinen Lebensabend in der Gemeinde zu Ephesus zugebracht. Er ist auch dann in Ephesus verstorben. Und also die Geschichtsschreibung überliefert, dass es der letzte Satz des Apostel Johannes war, bevor er in die Ewigkeit ging, als er sich von seinen Brüdern verabschiedet, soll gewesen sein, Brüder, habt alle Zeit einander herzlich lieb. Das sollen die letzten Worte des Apostels Johannes gewesen sein. Kannst nicht nachprüfen, aber können es nicht falsch, den Geschichtsschreibern hier zu glauben. Ein neues Gebot. Ihr Lieben, was ist neu an diesem Gebot? Im Alten Testament steht auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist da nichts Neues, oder? Also Liebe ist nichts Neues. Das kennen wir im Alten Testament. Liebes Neue ist, dass er gesagt hat, ihr sollt einander lieben, wie er uns geliebt hat. Das ist eine völlig andere Qualität. Das ist ein völlig anderer Anspruch. Ihr Lieben, hier sind wir noch vollständig in der Schule. Also ich allemal vollständig in der Schule. Später in seinem Brief schreibt Johannes 1. Johannes 3, er sagt sogar, dass wir schuldig sind, sogar für die Brüder das Leben darzulegen. Denn Christus hat auch für uns in seiner Liebe das Leben dargelegt. Wow, spätestens hier merke ich, Herr Jesus, ich muss noch ganz viel an der Liebe lernen. Da ist noch nach oben richtig viel Luft, okay? Und deshalb sagt er auch in Römer 13, Vers 8, das ist hier unten Stelle, er sagt, seid niemand irgendetwas schuldig. Was heißt das? Ich lasse mir niemand was zu Schulden kommen, ich bleibe niemand etwas schuldig, mit einer einzigen Ausnahme. Interessanter Vers, als nur einander zu lieben. Warum dürfen wir die Schuld, einander zu lieben, immer haben? Weil die kriegst du nicht abgetragen. Die wächst nach. Wenn du morgen früh wach wirst, als allererstes ist die Liebe wieder in roten Zahlen. Kannst du wieder aktiv werden. Wir werden immer schuldig sein, einander zu lieben. Wunderbar. Und da heißt es eben, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Der liebt im Willen Gottes. Der liebt aus dem Wesen Gottes. Und genau das ist Gemeinde Gottes. Genau. Wir gehen mal weiter, sonst kriegen wir wirklich das Problem von Paulus heute noch bis Mitternacht. Der nächste Aspekt, den ich gerne aufzeigen möchte, ist, Gemeinde Gottes ist gelebte Familie Gottes. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Und dieser Gedanke, dass Gemeinde Gottes Familie Gottes ist, der wird, ich möchte mal behaupten, je mehr wir in die Endzeit hineingehen, desto relevanter, desto wichtiger wird dieser Aspekt. Einen Ort zu kennen, wo du zu Hause bist, wo du verstanden wirst, wo du geliebt wirst, wo man sich kümmert, wo du einfach da sein darfst und Kraft und Zuversicht und Freude und Mut finden darfst. Das ist so unendlich wichtig. Und ihr Lieben, deshalb, weil das so existenziell wichtig ist, weil auch im natürlichen Leben kein Kind ohne Familie leben kann, niemand eigentlich letzten Endes einfach
nur als Einzelgänger lebt, wie der Samuel eben im Gebet auch gesagt hat. Ja, wir sind ja nicht als Wölfe geboren, ja, als Einzelkämpfer. Ihr Lieben, dieser Gedanke Familie Gottes ist unglaublich wichtig. Annahme, Liebe, Wärme, Fürsorge, Anleitung, Korrektur, Zusammenhalt, Geborgenheit, Vertrauen, Freude. Das sind die Dinge, die eine biblische Gemeinde ausmachen sollen. Schaut mal, in Matthäus 12, Vers 48, da sagt der Herr Jesus etwas sehr Schönes. Er sagt, er aber antwortete und sprach zu ihm, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Da waren seine leibliche Mutter draußen, seine leiblichen Brüder, seine Verwandten, die waren da. Und er streckte seine Hand über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter, ja, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn, und jetzt kommt die Begründung, wer den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmel ist, derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das hat zwei Seiten. Die erste Seite ist die, dass es ein unfassbarer Reichtum ist, dass wo immer du in diese Welt gehst und du triffst eine wirkliche Gemeinde von wahren Gotteskindern, da bist du zu Hause. Das ist etwas Schönes. Und umgekehrt, als Gemeinde Gottes sollen wir so sein, dass wenn irgendein Bruder, eine Schwester hier reinkommt, dass er im Moment hier zu Hause ist. Er sagt, oh, Halleluja, ich bin angekommen. Aber umgekehrt, ihr Lieben, ist es auch wichtig. Wir haben auch Verwandtschaft nach dem Fleisch, oder? Aber ich möchte jetzt mal fragen, wer ist eigentlich wichtiger in deinem Leben? Dein Onkel, dein Cousin oder noch jemand, der deinen Glauben gar nicht teilt? Oder deine Glaubensgeschwister. Der Jesus sagt, wer Vater oder Mutter sogar mehr liebt wie mich, hat was nicht verstanden. Ihr Lieben, hier halten wir zusammen, zuallererst. Und meine Brüder und meine Schwestern im Herrn, die stehen erstmal ganz oben an, bevor irgendwas anderes kommt. Glaubt es mir. Wisst ihr, deinen ungläubigen Cousin, für den darfst du beten. Und um den sollst du auch bemüht sein, oder deine Schwester, oder dein Bruder, gar keine Frage. Aber weißt du, wenn du diese Erde verlässt, dann wirst du auch diese Menschen hinter dir lassen müssen. Aber mit deinen Geschwistern, und jetzt sage ich euch was Gefährliches, sogar mit mir, müsst ihr noch eine ganze Ewigkeit hinkommen. Also, die Prioritäten müssen wir klar setzen. Epheser 3, 17 bis 19, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wie wohnt denn Christus in meinem Herzen? Indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf das ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Ihr Lieben, die ganze Fülle Gottes in der Gemeinde Gottes definiert sich nicht über die Statuten und definiert sich nicht über ein Gesetz, sondern definiert sich über die Liebe Gottes, über das Wesen Gottes. Ein Leben aus seinem Wesen führt uns miteinander auch in die Gotteserkenntnis, ihn zu erkennen und die ganze Fülle Gottes. Das nächste ist, was Familie Gottes ausmacht, ist das, was wir auch schon in Epheser 4 hatten, wo der Herr Jesus in Johannes 17 dafür betet und er sagt, dass wir eins sein sollen, so wie der Vater und er eins sind. Eine völlige Einheit. Was passiert, wenn wir als Familie Gottes zusammenhalten, wenn wir als Familie Gottes einig sind? Das sagt ja auch Johannes 17. Dann wird die Welt erkennen, dass der Vater Christus gesandt hat. Ihr Lieben, ich möchte es mal im Klartext reden. Unsere Beziehung zueinander als Familie Gottes, wie wir diese Beziehung leben,
definiert unsere Glaubwürdigkeit. Wie viele Leute gehen durch die Fußgängerzone, habe ich schon getroffen, und predigen Versöhnung mit Gott, Frieden mit Gott. Wenn du dann mal näher mit ihnen sprichst, dann haben sie mit ihrer halben Geschwisterschaft Clinch. Sogar habe einen Bruder getroffen, mit seiner eigenen Frau lebt er getrennt, obwohl die auch gläubig war. Mit seiner, ist auch egal. Paulus sagt, auch wenn sie ungläubig ist, wenn sie einwillig zu bleiben, dann kann auch an dir das sein Problem sein, oder? Und die Lieben, die kommen mit ihren allernächsten Angehörigen nicht zum Frieden, nicht im Frieden nachgejagt, in der Gemeinde nicht zum Frieden und wollen Frieden mit Gott verkünden. Lasst euch versöhnen mit Gott und Gottes Friedens verkündigen. Leute, wer will euch das denn dann abnehmen? Wer soll euch das denn abnehmen? Das funktioniert nicht. Also, Herr Jesus, er betet dafür, dass wir als Familie Gottes in diesem Frieden leben, damit die Welt überhaupt die Botschaft glaubhaft transportiert bekommt. Das ist so wichtig. Der nächste Vers, den ich hier habe, ist ein Aspekt, der unser Miteinander bestimmt, ist Galater 6, Vers 10. Weil Liebe ist ja Quatsch, wenn wir nur von Liebe reden. Von Liebe wird viel geredet, aber Liebe ist nichts zum Reden. Liebe ist etwas, das real in meinem Herzen ist. Und wenn was real in deinem Herzen drinnen ist, dann wird und will das rauskommen, oder? Also, ich kenne keinen, der ganz große Lust hat, etwas zu tun und trotzdem im Bett liegen bleibt. Das passt nicht zusammen, ja? Und wenn du sagst, dass du deine Geschwister liebst und du hast gar kein Interesse an deinen Geschwistern, dann kannst du mir das niemals erzählen. Das glaube ich dir einfach gar nicht. Und deshalb sagt Galater 6,10, also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens. Und ihr Lieben, das kann nicht anders sein. Und ich bin sehr dankbar, und ich darf es einfach mal zeugnishaft sagen, ich sage nicht, weil wir so gut sind, wir haben noch so viel zu lernen, noch viel mehr wie ihr, aber ich freue mich einfach über kleine Gesten. Wir hatten unlängst den Fall in der Gemeinde gehabt, da war eine junge Schwester auf dem Weg in den Gottesdienst, sie war verunglückt, hat ihr Auto gegen ein anderes Auto gesetzt, war ein Totalschaden. Gott sei Dank war ihr da nichts passiert. Dass die Gemeinde einfach im Moment geschlossen gehandelt hat, dass alle Geschwister sofort Geld zusammengelegt haben, um dieser Schwester sofort wirklich auch zu helfen. Das ist nicht einmal passiert. Ich finde das total einfach. Das ist, wenn wir sehen, ein Bruder, eine Schwester sind in Not, und wir verschließen unser Herz. Ja, wo ist der Wert? Wo ist die Glaubwürdigkeit? Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Das ist gut, der Sauerstoff hilft abzuspeichern. Ja, das ist sehr gut. Liebe ist etwas, das aktiv wird zueinander. Und der Herr möchte es uns schenken. Deshalb sagt 1. Johannes 4, Vers 7, das ist die nächste Stelle dort, sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Liebe, das ist das Erkennungsmerkmal. Hieran erkennen wir, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Liebe, wenn dein Herz kalt bleibt, wenn du deine Geschwister siehst, dann stell dir ganz, ganz dringende Fragen. Da ist der Geist entweder ganz stark in eine Nische in deinem Herzen zurückgezogen oder vielleicht fehlt noch was Grundlegendes. Dein Verhältnis zu deinen Geschwistern definiert dein Verhältnis zu Gott. Und wer sagt, dass er Gott liebt, den er nicht gesehen hat, sagt Johannes, und will erzählen, dass er seine Brüder nicht mal liebt, die er sieht, wer will ihm das glauben? Das kann man gar nicht glauben. 1. Johannes 4, 20, 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, jetzt kommt ein knallhartes Wort, der ist ein Lügner. Und jetzt kommt noch mehr, hört gut zu. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt. Punkt. Da kannst du genau schauen, wo du stehst. Und ihr Lieben, das hat mit Familie Gottes zu tun. Das hat mit Zusammenhalt zu tun. Das hat mit Akzeptanz zu tun. Das hat mit einer Herzensgeschlossenheit zu tun, aus der wir leben. Ihr Lieben,
Der letzte Gedanke. Ich komme, glaube ich, fast zum Schluss. Und wenn man so viel Platz ist auf unserer Seite nicht mehr. Habt ihr noch Platz? Also, die Gemeinde Gottes, die Gemeinde ist die Familie Gottes mit einem gemeinsamen himmlischen Vater. Wir haben eine gemeinsame Identität in unserem gemeinsamen Glauben. Halleluja. Schätzen wir das, leben wir das, füllen wir das mit Inhalt. Der letzte Gedanke, wenn wir uns den ursprünglichen Begriff von Gemeinde anschauen, dann heißt dieser Begriff im Griechischen Ekklesion. Und Ekklesia heißt eine herausgerufene Schar, eine ja, zu einer ganz besonderen Berufung berufenen Schar. Wir haben eine gemeinsame Berufung. Johannes 17, 11, und ich bin nicht in der Welt, sagt der Herr Jesus, und diese sind in der Welt. Und in Vers 15 bis 16 erklärt er das dann weiter und er sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Habt ihr den Unterschied gehört? In der Welt, hier in diesem, aber nicht von der Welt. Das ist unsere Berufung als Ekklesia, als himmlisch berufene Gemeinde. Das heißt im Klartext, die Prinzipien und Maßstäbe, die Gesetzmäßigkeiten, Methoden dieser Welt haben in der Gemeinde Gottes nichts verloren. Es hat immer wieder kluge Leute gegeben, die haben gedacht, man könnte weltliche Marketingmethoden benutzen, um die Gemeinde attraktiv zu machen, um ein bisschen effizienter zu werden. Wenn man sich dann die Bücher dieser Gemeinden anschaut, hat man auch eigentlich dann recht schnell festgestellt, es ging auch um weltliches Marketing. Aber das ist was anderes. Also, Paulus sagt in 1. Korinther 2, in der Gemeinde Gottes werden geistliche Inhalte vermittelt durch geistliche Mittel und nicht durch Methoden dieser Welt. Natürlich, wenn wir jetzt hier vorne jetzt eine Band hinstellen, ein paar bunte Lampen, vielleicht eine Nebelmaschine und machen die richtig Rambazamba, da wird der Raum schnell zu klein werden. Aber die Frage ist, gehört das ins Reich Gottes oder gehört das in die Welt? Ich habe ein Zeugnis von Jahren von einem jungen Bruder gehört, der war schwer drogenabhängig, hat LSD genommen, hat sich so dermaßen weggebeamt, also was der erzählte, da wurde einem schwindelig. Und eines Abends kommt dann eine Evangelisation und er hört das Wort Gottes, hat noch nie gehört, er ist tief beeindruckt und er hört die Predigt bis zum Ende. Er sagt, ich war so getroffen vom Wort Gottes, ich konnte nicht anders, wie an diesem Abend mein ganzes Leben dem Herrn Jesus zu geben. Und er hat sich bekehrt und der Bruder, der den Abend gepredigt, sagt, hör mal, pass mal auf, du bist frei. Wenn du jetzt ehrlich dein Leben in die Hände Jesu gehst, du bist frei. Denk daran, du bist jetzt frei. Und er sagt, ich bin aus dem Saal geflogen. Ich war glücklich. Ich war so glücklich. Meine ganze Last war weg. Und ich war Gottes Kind. Und hat sich abends im Bett gelegt. Und sagt, dann bin ich morgens aufgewacht. Und ich habe schon gewohnheitsgemäß nach meinen Drogen gekramt. Und auf einmal schoss mir durch den Kopf, nein, du bist frei. Ich habe mich auf die Bettkante gesetzt und sagte, Halleluja, ich bin frei. Also ich habe auch nie einen Entzug gehabt, ich war frei. Und er war so glücklich im Herrn. Dann kam der Sonntag, er sagt, ja, jetzt gehst du in die Gemeinde, jetzt gehst du in den Gottesdienst. Dann hat er geguckt, wo ist der nächste Gottesdienst, die nächste Gemeinde, ist er in die Gemeinde gegangen. Und dann saß er da in der Gemeinde. Und da ging es dann richtig ab zur Sache. Und da war vorne die Band und richtig Action pur. Und der Junge erzählt, ich war so entsetzt. Ich bin aufgesprungen, der war so spontan. Ich sagte, hey, was macht ihr denn hier? Ich habe mich diese Woche bekehrt. Ich habe mich gerade aus dieser Welt raus bekehrt. Und ich wollte in die Gemeinde kommen. Und ich stehe wieder da, woraus ich mich bekehrt habe. So hat er wirklich gesagt. Ich stehe hier wieder da, wo ich mich die Woche raus bekehrt habe. Ihr Lieben, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das müssen wir festhalten. Hier gelten Gesetzmäßigkeiten des Reichs Gottes, nicht die Methoden dieser Welt.
auch wenn diese Methoden dieser Welt äußerlichen Erfolg versprechen. Aber ich habe am Anfang gesagt, Segen definiert sich nicht durch äußeren Erfolg, sondern über Inhalt. Und darum wollen wir auch als Gemeinde Gottes einerseits offen sein für die Menschen dieser Welt, denn wir sind in dieser Welt. Aber wir wollen klare Grenzen ziehen zu dieser Welt. Denn in 1. Johannes 2 sagt Johannes, liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Warum? Denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Lieben, das ist so wichtig, dass wir uns als Ekklesia verstehen, als eine herausgerufene Schar, die zwar in dieser Welt ist, aber aufgrund des Herausgerufenseins nicht mehr von dieser Welt, sondern aus dieser Welt zu Christus hin herausgerufen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil auch einer biblischen Gemeinde. Johannes 15, 18, 19, auch das kann das im Konsens letztlich bedeuten. Und ich persönlich glaube, dass es vielleicht viel näher ist, wie wir denken. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von dieser Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ihr Lieben, wie viele Gemeinden gibt es, die Konzepte entwickeln, um in dieser Welt akzeptiert zu sein? Nein. Genau das ist nicht biblische Gemeinde. Und das ist ein Problem. Und ihr Lieben, Philipper 3, Vers 20, da heißt es, denn unser Bürgertum ist nicht in dieser Welt mehr, sondern im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Ich fasse es zusammen. Der siebte Punkt. Die Gemeinde ist eine Vertretung der himmlischen Regierung Gottes auf der Erde. Sie ist vom Himmel, aus der Welt herausgerufen als eine himmlische Gemeinde, als eine, ja, ich möchte mal sagen, ja, wie eine Botschaft, eine Vertretung. Und das nächste, oh, Entschuldigung, soll ich nochmal zurückmachen? Das nächste, das schauen wir uns jetzt an. Habt ihr noch 5 Minuten? Ja. Mann, ich dachte, es stimmt. Ja, es sind 2 Teile, aber das gehört noch zum ersten. Genau, ich fasse das jetzt alles, was wir zusammengehört haben. Ich mache jetzt ein Bild. Also die Konsequenz aus allem. Also erstens, eine Gemeinde Gottes ist ein, ich habe es mal zusammengefasst, lebendiger Organismus. Keine Organisation, keine weltliche Organisation, ein Organismus, Leib Jesu. Und zwar in der Einheit des Heiligen Geistes. In echter gelebter Liebe dienen wir einander. Sie ist keine Organisation, sie ist keine Konfession und sie ist keine weltliche Institution. Das ist Gemeinde Gottes nicht. Sie ist eine geistliche Realität, die Einheit des Geistes, die Einheit des Leibes Jesu. Die muss man auch nicht organisieren. Glaub mir das. Die Einheit des Geistes im Leib Jesu ist eine Realität. Wir müssen darin leben. Ich muss in dieser Einheit leben. Ich muss meinen Bruder sehen, wahrnehmen und mit ihm Gemeinschaft haben. Zweitens, eine Gemeinde Gottes ist ein Ort, eine Gemeinde Gottes an einem Ort ist die höchste Instanz Gottes auf der Erde. Warum sage ich das? Wir haben eben gesehen, Matthäus 18, 20, wo 2 oder 3 versammelt sind in seinem Namen. Eine Gemeinde Gottes handelt und lebt im Namen Jesu. Frage, gibt es einen höheren Namen außer dem Namen Jesu? Nein. Handelt Christus anders als durch seine Gemeinde verbindlich auf dieser Erde? Das ist der Punkt. Deshalb sagt der Herr Jesus in Matthäus 18, was ihr auf der Erde binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Das hat mit der Autorität zu tun, die eine Gemeinde Gottes hat. Sie untersteht keinem Dachverband, sondern allein dem Haupt Christus und handelt in dem Namen des Herrn Jesus. Ihr Lieben, jede Instanz, die sich zwischen eine Gemeinde und dem Haupt stellt, ja, schafft Distanz zwischen
der Gemeinde und dem Haupt. Das ist doch logisch. Lieben, wir als Ortsgemeinde sind verantwortlich. Die Brüder, die Ältestenschaft, die Geschwisterschaft. Eine verantwortliche Entscheidung zu treffen, wie wir als Gemeinde leben wollen. Da kann nicht sein, dass von oben runter plötzlich irgendwelche Statuten kommen und uns einfach mal quer durch unser geistliches Anliegen flügen. Das kann nicht funktionieren, oder? Das Haupt einer Gemeinde ist kein Dachverband, sondern Christus. So sagt die Bibel. Und deshalb sind wir auch als Gemeinden abhängig voneinander, wie Glieder am Leib, aber unabhängig und verantwortlich unserem Haupt Christus. Eine biblische Gemeinde, als biblische Gemeinde leben wir mit biblischen Grenzen. Wir haben keine Verbindung zu Institutionen, in denen Welt und Gemeinde, Wahrheit und Lüge miteinander vermischt werden. Das nennt die Bibel im Neuen Testament die Lehre Biliams. Ja? Kennt ihr die Lehre Biliams? Darf ich sie noch schnell erklären? Der Biliam, der wollte nämlich das Volk Gottes verfluchen. Und dann stand er auf dem Berg und der Balak hat ihm richtig viel Geld dafür geboten. Und er ist jedes Mal auf einen anderen Berg gezogen, hat jedes Mal siebenfachen geschlachtet und einen riesen Bohai gemacht. Und jedes Mal sagt der Biliam, ich kann sie nicht verfluchen, sie sind gesegnet. Und dann steht sogar, warum sie gesegnet sind, denn sie sind ein Volk, das abgesondert ist unter den Völkern. Sie hatten klare Grenzen, sie waren in der Welt, aber nicht von der Welt. Sie gehörten Gott. Und deshalb hatte kein Fluch über sie Macht. Und dann hatte der Biliam aber Lust auf das Geld von dem König Balak, der ihn ja extra zum Fluchen angeheuert hatte. Und das Ganze ist ja dann nichts geworden. Und der Biliam hat sich überlegt, was kann ich machen, um trotzdem an das Geld zu kommen? Und er hat gesagt, Balak, pass auf, du kannst mir das Geld geben. Ich verrate dafür, wie die Kinder Israel verflucht werden können. Und dann hat er dem Balak, dem König von Moab, erklärt, wenn du deine Jugendlichen dazu bringst, sich mit den Jugendlichen von den Israeliten mal zu befreunden und sie mal zu euren Götzenopferfesten mal einlädst und so, ja, wenn ihr schafft, euch zu vermischen, dann werden sie verflucht werden. Und genau das haben sie gemacht. Und das Prinzip ist auch aufgegangen. Und die Offenbarung nennt genau dieses Prinzip der List des Teufels, wo man Licht und Finsternis miteinander vermischt, wo man die Grenzen, die Gott für die Gemeinde gestellt hat, sozusagen verwäscht, anfängt zu verwaschen, da geht der Segen von alleine weg. Und darum ist es so wichtig. Ihr Lieben, eine biblische Gemeinde ist kein Teil der Ökumene. Die Ökumene hat nichts mit der Einheit der Gläubigen nach Johannes 17 zu tun. Die Ökumene ist eine menschlich organisierte Einheit, wo alles in einem Topf landet, wo ganz sicher auch ernste Christen dabei sind, die das wahrscheinlich nicht besser verstanden haben, aber wo Welt und Christentum miteinander vermischt wird. Das ist Lehre Biliams. Ganz am Rande, viele wissen das nicht, steht aber ganz offiziell sogar in einem evangelischen Lexikon, die evangelische Allianz. Es gibt ja noch Gemeinden, die sind in der evangelischen Allianz. Die evangelische Allianz ist 1846 gegründet worden im größten Freimaurertempel in London. Und wer sich mit den Hintergründen befasst, wird sehr schnell merken, als biblische Gemeinde, das hat nichts mit der Einheit des Geistes nach Epheser 4 zu tun. Ihr Lieben, das ist vielleicht hart, aber Wahrheit bleibt Wahrheit. Und wir sollten als Gemeinde genau wissen, wo unsere Grenzen als Volk Gottes sind, wo wir offene Herzen und offene Türen haben und wo wir sagen, genau da vermischen wir nicht Lüge mit Wahrheit, nicht Licht mit Finsternis, nicht Welt und Gemeinde. Das ist wichtig, also dass wir das sehen. Ich glaube, jetzt habt ihr es fast geschafft. Als Gemeinde Gottes ist es also unser Ziel, unter der Anleitung und Bevollmächtigung des Heiligen Geistes entsprechend der ganzen Heiligen Schrift zu leben. Genau. Und dazu gehören persönliche Buße, Umkehr, echte Glaubensbeziehung zum Herrn Jesus, eine biblische Glaubenstaufe auf den Namen des Herrn Jesus, nur mal am Rand, sind immer wieder diskutiert,
sowohl in der Apostelgeschichte als auch in den Briefen wird durchgehend getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Das heißt, der Auftrag aus Matthäus 28 geht hin und tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wird in allen Berichten, wo es angewendet wird, also in der Apostelgeschichte und sogar in den Lehrbriefen, definiert als der Name Jesus. Der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist Jesus, denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Amen. Punkt. Darum ist diese Taufe, diese apostolische Taufe, ein klares Bekenntnis zur Gottheit Jesu und dass in Christus die ganze Fülle Gottes in unser Leben gekommen ist. Nur mal so am Rande zum Nachdenken. Dann Gemeinschaft, Mahl des Herrn mit allen echten Gliedern des Leibes Jesu, die das geistliche Anliegen einer biblischen Gemeinde teilen. Ich kenne Gemeinden, das Mahl des Herrn nur eine Sache für Gemeindeinsider. Ich kenne Gemeinden, die meinen, Mahl des Herrn hängt an einem Zulassungsprozedere. Da muss man ein Gremium schaffen, was erstmal die Geschwister durchleuchtet. Ja? Ich habe unlängst ein Gespräch noch gehabt mit so einem lieben Bruder, der sagt, ja, ich muss mal mindestens, müssen mal zwei Brüder mit dir gesprochen haben. Sag ich, hör doch auf, dich selber zu betrügen. Erstens, wenn wir wirklich Brüder sind, das werden wir sehr schnell rausfinden. Und zweitens, wenn du heute mit mir ein Gespräch führst und in 2 Wochen mich zu deinem Abendmahl zulässt, und in 2 Wochen kann ich mindestens 5-mal Ehebruch getrieben haben und du kannst es nicht mitbekommen haben. Du betrügst dich doch selber. Entweder stehen wir verantwortlich vor dem Herrn und prüfen uns selber und haben einen klaren geistlichen Anspruch oder wir lassen das. In der Bibel gibt es keine Zulassungsprozedere, finden wir nicht. Also, wenn ein Bruder in unsere Gemeinde kommt, der ein wirklicher Bruder ist, eine Schwester, die eine wirkliche Schwester ist, und wir haben Abendmahl, ja hallo, Halleluja, noch einer von unserer Familie, herzlich willkommen doch. Und natürlich werde ich jedem sagen, hör mal, prüft euer Leben, ein jeder prüfe sich selber, geh mir bitte mit Respekt und Ehrfurcht an dieses Mahl ran, natürlich muss ich das sagen. Aber damit steht doch dann jeder und fällt seinem Herrn. Da muss ich mich als Brüder eine Entscheidung treffen. Nur so am Rande. Allgemeine Priesterschaft aller Gläubigen und die Dienstbereitschaft durch die Gaben des Heiligen Geistes, das ist ein wesentliches Merkmal, haben wir gefunden. Und eine von der Liebe bestimmte Verantwortlichkeit füreinander, die einander ermutigt, ermahnt, um die biblischen Grenzen ernst zu nehmen. Ja, das ist so die Zusammenfassung der Gedanken. Und das letzte Punkt, eine biblische Gemeindestruktur vom Heiligen Geist, bestätigte Dienste und eine biblische Ältestenschaft. Auch das gehört dazu. Es gibt immer ganz schlaue Theologen, die so lange die Schrift auslegen, bis das am Ende das Gegenteil von dem da steht, was du am Anfang gelesen hast. Boah, das hat mich immer furchtbar aufgeregt. Heute darf ich die Schrift lesen. Ich bin ein unglaublich privilegiertes Gotteskind, nachdem ich frei geworden bin von vielen traditionellen Vorprägungen. Ich darf heute die Schrift lesen und darf das einfach glauben, was ich gelesen habe. Ist das nicht klasse? Wow, ich sage es euch, herrlich. Das ist echte Freiheit in Christus. Also, Paulus hat gesagt, an jedem Ort soll noch das in Ordnung gebracht werden, dass eine Ältestenschaft auch in einer Gemeinde da sein soll. Das hat Paulus angeordnet als Apostel. Dann gibt es Leute, die so lange an dem Wort auslegen, indem sie dann zu dem Ergebnis kommen, dass an keinem Ort Ältestenschaft sein soll. Aber das ist denen ihr Problem. Die Schrift redet anders. Ja, aber das ist zusammengefasst, dass der erste Teil, was die geistliche Zielsetzung und der geistliche Rahmen einer biblischen Gemeinde ausmacht, sicherlich kein Anspruch auf allumfassende Vollkommenheit, sind ein paar wichtige Akzente. Aber ich glaube, wenn wir 10% von diesen Akzenten ernsthaft mitnehmen und umsetzen, dann haben wir schon ganz viel geschafft miteinander. Der Herr Jesus Christus soll und möchte uns gemeinsam segnen, euch hier in Gießen, uns in Rosenheim, wo immer Geschwister mit einem ehrlichen und brennenden Anliegen zu Christus unterwegs sind. Das ist unser Wunsch. In diesem Sinne wollen wir als Geschwister füreinander beten, als Geschwister von Herzen ermutigen, füreinander da sein und füreinander einstehen. Das wünsche ich mir auch in die Zukunft so. Insofern bleiben wir, hoffe ich, immer in engem Kontakt. Ich liebe euch, der Herr segne euch. Amen. Wollen wir zum Schluss noch beten? Vielleicht möchte von euch noch jemand am Schluss beten.
danke dir dafür, was wir heute gehört haben. Das war erbauend, Herr. Wir sind von Herzen dankbar dafür. Lass das in diese Gemeinde eingeführt werden, alles, was der Wahrheit entspricht, Herr. Alles, was wir gehört haben, das im Einklang mit deinem Wort ist, Herr. Was das zutiefst in unserem Herzen geht. Lass uns das verinnerlichen und dann hier auch das in die Tat umsetzen, Herr. Genau wie wir einander begegnen in der Liebe. Lass es jedem bewusster werden, Herr, wo die Liebe noch Luft nach oben hat, Herr, in uns zu wachsen. Lass das stattfinden, Herr. Lass es sichtbar sein, wie wir einander lieben. Und lass uns wirklich merken, wo der eine oder die andere Hilfe braucht und wo wir da reinsteigen können, Herr, und dabei helfen können. Setze es in unser Herzen. Leite uns in jedem Bereich. Leite uns in der Wahrheit, Herr. Und segne auch unsere Brüder und Schwester da in Rosenheim. Danke für ihren Dienst. Danke, dass der liebe Bruder Stefan uns besucht. Ich weiß, dass das eine Freude für ihn ist. Und lass es immer so bei ihm bleiben, Herr, dass er eifrig für dich dient und nicht davon erschöpft wird, Herr. Hilf ihm dabei, standhaft im Wort und Wahrheit zu bleiben, Herr. Amen. 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 Danke, Herr Jesus, für die aufbauenden Worte von dem Bruder für mich. Und danke für die aufbauenden Worte für uns alle. Mögest du den Bruder segnen und bewahren und uns auch wieder hierher schicken. Amen. Amen. Ja, lieber Herr Jesus, auch wenn uns es oft nur mangelhaft gelingt, aber Herr, wir wollen dir heute Abend sagen, es ist unser herzliches und aufrichtiges Anliegen, Herr, ein Stück deiner Gemeinde, da wo wir sind, wirklich zu praktizieren, zu leben, darzustellen. Herr Jesus, wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der du in der Mitte bist. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, Herr Jesus, wo dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. Herr Jesus, wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo dein Wesen uns miteinander prägt und wo wir als deine Familie zusammenstehen und zusammenleben. Jesus, wo wir einander dankbar und bewusst als Brüder, als Schwestern annehmen und wo wir gemeinsam dich verherrlichen und du der bist, der über allem steht, Herr Jesus. Wir wollen dich bitten, dass du auch hier und auch bei uns durch deinen Geist diese Einheit schaffst. Herr Jesus, dass wir ja nie in die Versuchung kommen, eine fleischliche Einheitlichkeit zu schaffen durch irgendwelche menschlichen Statuten, sondern dass wir wirklich aus deinem Geist heraus tief verbunden sind und dass wir mit Fleiß auf diese wunderbare Einheit deines Geistes aufpassen und darin leben, ganz bewusst als Gemeinden. Herr, segne die Gemeinde hier in Gießen, baue sie weiter auf, segne jeden Einzelnen, der hier außen eingeht, Herr Jesus, und lass unsere Gemeinden ein Ort sein, wo Menschen dir, dem lebendigen Gott, begegnen können, wo Menschen versöhnt werden mit dir, wo Menschen Frieden finden, wo Menschen Hoffnung und Leben finden. Herr Jesus, lass uns als Gemeinden ein Pfeiler und eine Grundfeste für deine Wahrheit sein. Lass uns eine Stadt sein, die auf dem Berg ist, ein Licht, das leuchtet in der Dunkelheit. Herr Jesus, danke für so viele deutliche und wichtige Hinweise und wir bitten einfach, dass du es in uns wirkst und dass wir uns mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit dir hingeben, dass du das schaffst, was wir eben selber niemals können. Herr, danke für diese Zeit, die wir miteinander haben durften. Danke, dass wir voller Zuversicht nach vorne schauen dürfen, weil du der Lebendige in unserer Mitte bist und einen guten Plan mit uns hast. Amen. Amen. Ja, Amen.